Ich bin Frank Hannig, ich bin Rechtsanwalt und Strafverteidiger. Erkläre gerne mal, was ich so für den Rechtsstaat halte und für relevant in vielen Dingen, weil mir der Rechtsstaat am Herzen liegt, weil mir das System, das wir hier haben, sehr am Herzen liegt, weil ich glaube, dass die Rechtsstaatlichkeit die Klammer unseres Handelns ist und dafür sorgt, dass letztendlich unser gesellschaftliches Zusammenleben auch funktioniert. Als Verteidiger ist man natürlich als Strafverteidiger immer mal in so ein bisschen einer kritischen Situation, weil ich verteidige ja Verbrecher. Ja? Ich habe also im Zusammenhang mit einem meiner großen Verfahren, in dem ich da jetzt auch in der Öffentlichkeit stehe, letztens schon mal dieses Thema erklärt. Ich will das gerne weitermachen, weil ich habe da sehr positive Resonanzen bekommen, auch negative gebe ich zu, aber vor allem Interesse. Ihr habt vor allem Interesse daran zu wissen, was treibt dich denn als Strafverteidiger, was machst du denn da eigentlich? Wie kann man denn einen Mörder, Totschläger, Vergewaltiger oder Ähnliches denn überhaupt sinnvoll verteidigen? Ich will das an einem Beispiel erklären. Ich habe also da durchaus eine ungewöhnliche Geschichte jetzt mal gehabt. Sowas passiert nicht häufig. Ich persönlich halte es für normal, aber viele Verteidiger machen das nicht. Ich ermittle in meinen Fällen schon immer ein Stückchen mit. Ich will verstehen, ob das, was die Staatsanwaltschaft behauptet, sinnvoll ist, funktionieren kann oder nicht funktionieren kann. Und wenn ich dort Brüche finde, wenn ich der Meinung bin, dass es unlogisch ist, dass es nicht stimmen kann, dann fange ich auch an nachzubohren, gesunden Menschenverstand einzusetzen, gelegentlich halt auch mal an Ermittlungsmaßnahmen mitzuwirken. Das dürfen wir als Verteidiger und das sollen wir. Leider scheint es in der Praxis eher in den amerikanischen Filmen so zu sein. In Deutschland ist es eher nicht so. In Deutschland ist es eher so, dass die Verteidiger in aller Regel in dem Verfahren dann eingreifen. Ja? Also wenn sozusagen in der Verhandlung irgendwie so eine Stelle ist, wo man sagt, ja, das ist hier irgendwie unlogisch, das kann nicht stimmen, dann stellt man sich also hin und sagt, ja, das kann ja nicht sein. Aber in der Regel ist es da zu spät. Deswegen gehe ich etwas anders ran. Ich versuche Beweisanträge teilweise im Ermittlungsverfahren zu stellen. Das heißt, ich motiviere Staatsanwaltschaft und Polizei, nachzuforschen, an Dingen zu bohren, die ich für unter Umständen relevant halte. Ja, und jetzt ist mir tatsächlich in einem Fall sowas passiert. Ich habe im Gespräch mit einem Mandanten, ist mir ein Punkt aufgefallen, wo ich der Meinung war, dass die bisherigen Feststellungen der Polizei nicht stimmen können. Der Mandant war mir gegenüber nicht ganz ehrlich, glaube ich, war mir nicht ganz sicher, was da dahinter ist. Er hat aber Hinweise zu den Umständen der Tat geliefert, wo ich mir plötzlich dachte, wenn das so ist, wie ich vermute, müsste an der und der Stelle eine Spur sein, die man sichern kann, nämlich eine DNA-Spur. Bin sofort raus, habe einen Antrag bei der Staatsanwaltschaft gestellt, zu sagen, ich will, dass wir dorthin gehen, ich will, dass die Polizei dorthin kommt. Und das ist echt passiert. Die Polizeibeamten kamen, haben eine Spur aufgenommen. Jetzt bin ich gespannt, ob sich diese DNA dort findet. Das wäre interessant, weil das meinem Fall eine ganz neue Wende geben würde. Sowas finde ich natürlich immer extrem spannend, wenn man als Verteidiger also in diesem Ermittlungsverfahren aktiv mitwirken kann. Auch das gehört dazu. Man unterstützt sozusagen als Verteidiger auch die Polizei im Interesse der Rechtsstaatlichkeit. Ja, und es ist recht sinnvoll. Ich kann ganz ehrlich sagen, also in meinem Fall, die Polizeibeamten fanden das extrem positiv. Die haben gesagt, Mensch, das ist ja super, dass sie da mal so ein bisschen mitmachen. Man wird hier betriebsblind. Stimmt, ich werde das ja auch. Ich werde ja auch betriebsblind. Man hat dann so seinen Tunnelblick und sieht manche Dinge nicht mehr. Und da ist es tatsächlich hilfreich, wenn jemand von außen mit drauf guckt und sich mit engagiert. Also den Fall hatte ich jetzt tatsächlich mal, dass es also uns gelungen ist, selber ein Indiz zu finden, eine neue Tatsache in den Prozess einzuführen. Ermitteln muss allerdings die Polizei. Also ich kann natürlich nur nicht selber hingehen, so wie im Krimi, und sagen jetzt, ich nehme jetzt hier die Spuren und lasse die heimlich analysieren und dann bringe ich in der Gerichtsverhandlung die große Überraschung. Nein, die Ermittlungsarbeit überlässt man schon der Polizei, aber den Ansatz können wir als Verteidiger liefern. Ja, ich erkläre gerne weiter in anderen Fällen und in anderen Geschichten, wie dieser Verteidigeralltag so ist.